So ein richtiger nicer Dicer. Hendrik, sag mal was? Ja, was denn? Ja, perfekt. Was ist denn hier für eine Creeper-Kacke? Wie explodiert mir hier? Zack, kein einziger explodiert. Nice. There is a next zombie. And there's a skeleton. Was hast du nie für eine schöne Glaswand reingezaubert? Leon Hart. Dann halt nicht. Redet er wieder nicht. Nee. Hey, was? Deine Glaswand da, hast du da reingezaubert, habe ich gesagt. Achso, ja, ich hatte dich schon gemutet, weil du gesungen hast. So, tja, die Zuschauer müssen sich das jetzt anhören. Oh ja, einer ist explodiert. So, essen wir doch mal was. Ey, 18 TNT. Jetzt brauche ich es aber gar nicht mehr. So, weg. Das ganze Fleisch eingesackt. Und da haben wir noch ein paar weitere Creepers. So, was steht bei euch heute auf dem Programm? Ich baue vielleicht irgendwas. Also, muss mal schauen. Alright, ich wollte nämlich einen Bahnhof bauen und dann können wir irgendwie eine Verbindungsstelle noch bauen. Wie würdest du denn die Bahn dann bauen? Unterirdisch oder? Also den Bahnhof auf jeden Fall überirdisch, aber nebenbei kann das ja dann unterirdisch verlaufen. Außer wir machen so eine Schwebebahn oder sowas in der Richtung. Das müsste man dann aber irgendwie gut konstruieren. Ja. Und das wird schwer. Jo! Hier sind gerade alle, aber ich habe gleich Level 30. Dann können wir. Hier, jetzt habe ich's. Dann können wir gleich nochmal live was verzaubern. Ein paar andere Sachen habe ich offline verzaubert. Ich habe auch ganz viel abgebaut und angebaut und bla. Was man halt so macht. Da heben wir noch einen Creeper. Der explodiert. Schade, schade. Schokolade. Da, 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 da. Leo, erzähl mal, wie geht's? Gut. Nice. Durch. Und Hendrik? Ja. Was habt ihr so gemacht? Gegessen? Ach, bei mir gibt's heute Abend Käsefondue. Das wird lecker. Wirst du doch nicht satt. Käsefondue? Doch. Kommt ja drauf an, wie viel man davon isst. Ah, aber ich meine, so in kurzer Zeit wirst du davon nicht satt. Ja, aber es ist halt auch was Besonderes, weil es ziemlich aufwendig ist, also... Wir hätten hier den Berg ausgehöhlt eigentlich mit dem Sand. Welchen hey, Berg? Ach, den. Noch nie gesehen. Das war das, was du dir mal reserviert hattest, Leo. Hey, wo denn? Da, wo so ein bisschen Sand weg ist. Keine Ahnung. Wo seid ihr denn? Ich gleich bei mir zu Hause. Hendrik, sag mal, wo das ist. Weißt du, das müsste quasi diagonal zu meinem Hafen liegen. So, hier kommt gleich nämlich der Bahnhof hin. Also zwischen Dahlia und deinem Hafen diagonal. Genau. Ja, das ist Weiz. Okay, okay. Kannst du da mal kurz zu mir kommen, dass ich dir zeigen kann, wo der Bahnhof hin soll, dass du das so bestätigst? Ja, ich bin oder bei Leo. Dir. Ja. Leo, wenn ihm das gehört. Ach so. Ich bin hier, also in der Dings. In der was? Farm oder so. Komm mal zum Haus. Und sag, wenn du da bist. Ich hole nämlich gerade Bäume ab, hinter meinem Haus. Da soll der dann hin. Aber ich glaube, das sollte eigentlich klar gehen, weil dein Berg ist woanders. Das ist nämlich eigentlich noch meins. Ansichtssache. Also hier geht's dann schon los bei mir. Wo? Ah, praktisch noch. Wo, Leo, da wo du stehst? Als hier. Achso, weil ich wusste gar nicht, dass dir das da gehört, weil du ja dahin... Ich wusste bisher von dir nur diese Steinmarkierung. Ich wusste ja nicht mal, dass du da hinten baust. So, ja, ich habe es halt alles ausgeleuchtet, weil ich hier vielleicht noch ein Häuschen reinbaue. Guck mal, ich wollte auf der Höhe hier, wo ich jetzt hier gerade stehe, anfangen zu bauen.
Und dann wird er nicht allzu breit, also sollte schon reichen bis da hinten. Warte. Wir können ja noch eine Baumreihe dazwischen stellen. Warte, wo bist du? Hier, rechts. Auf ja, der Höhe okay. Wollte ich bauen. Das heißt, ich baue hier ein bisschen was weg und ich schätze mal, das geht dann bis hier oder so. Und dann kann man hier noch eine Baumreihe hinstellen. Ja, ist okay, schade nicht. Okidoki. So, dann habe ich jetzt auch wieder ein bisschen Holz. Ich gehe kurz verzaubern. Eigentlich nochmal ein bisschen neue Spitzhacke, oder? Rüstung ist gut. Nices Schwert wäre eigentlich auch nice. Ah, ich brauche hier noch meine Endertruhe, stimmt ja. Wie, ach ja, ich habe einen Truhenraum, den seht ihr hier. alles eingeordnet mit diesen Schildchen hier. Außen schön Ofen und alles. Das habe ich offline ein bisschen gemacht, weil ich auch... das Theater war letzte Folge aber schon fertig, oder? Wir gucken mal rein. Hier von außen ist alles wie gewohnt. Da steht ja schon ganz lange. Ja, das sollten die Videoleinwände werden. Aber das sah ein bisschen hässlich aus. Das ist mir abgebrannt. Und ja, das ist alles, ne? Machen wir noch ein bisschen neutral. Die Videoleinwände machen wir noch irgendwann, aber nicht heute. Denn, das brauche ich sowieso nicht. Das lasse ich hier. Das ordne ich in die Truhen zu Hause ein. Das verarbeite ich. Schienen müssen... Ja, das kommt ja dann erst. Jetzt erstmal einen schönen Bahnhof dahin zaubern. Und zwar, was wollte ich machen? Diamantos. Schwert oder Spitzhacke, was soll ich verzaubern? Schwert kostet weniger Diamanten. Ich hatte so viele, aber ich habe einfach mega viele Spitzhacken verzaubert und verbraten. Warum machst du das auch? Weil ich Spitzhacken brauche zum Abbauen und so weiter. Und ich habe auch einige gute gekriegt, aber die habe ich dann halt kaputt gemacht. Ich habe jetzt nicht irgendwie mit Amboss oder so gearbeitet. So, ja, dazwischen steht halt dieses Haus. Ich weiß nicht, das Dach. Vielleicht kann man auch mal so ein Holzdach machen, dass man was anderes hat. Und mit diesem ganzen anderen Zeug, was ich habe, können wir da dann irgendwann nochmal ein Dach machen. Mit dem Ton oder wie es heißt. Jetzt haben wir hier erstmal irgendwo die Holzkiste. Da kann man es schön rein. Denn die Öfen sind belegt, danach kann das Essen da gebraten werden. Überlegen wir mal. Das wollte ich. Das ist hier. Oh Gott. Seht ihr, ich muss mich erstmal zurechtfinden. So viel. Und zum Weizen kommt das Leder. Und dann gehen wir weiter verzaubern. Ne, warte, das war jetzt natürlich woanders rein. Das war hier. Bei Essen irgendwo. Da ist es. So, dann ist das jetzt das, was wir zum Verzaubern brauchen. 30 Level haben wir ja. Und ab in die Hütte. Einmal durch da und hier sind wir schon. Zack, zack, was kriegen wir? Rückstoß und Haltbarkeit. Hendrik, kann man Spiele deinstallieren? Spiele deinstallieren, Steam-Spiele, wenn man Steam nicht geöffnet hat? Ja. Ja, locker, kannst du. Eigentlich schon, ne? Über die Windows-Einstellung kannst du das. Wieso? So. Weil ich Skyrim deinstallieren will und hab mich das gefragt. Warum öffnest du denn nicht einfach Steam? Ah, ich mag Steam nicht. Und ich hab's nicht geupdatet. Und wie war Diablo so? Erzähl mal. Aber nice. Mit Money gezockt. und Max. War schon nice. Mit beiden Maxen? Nee, der eine nicht. Also der aus der Schule, ja. Mit dem und mit dem anderen nicht. Achso, der meinte, er kann nur vielleicht, ne? Ja. Ach du. Da ist ja eine Höhle. Da müssen wir aber ein bisschen vorsichtig sein. Sieht irgendwie komisch aus. Erstmal zubauen. So, es wird jetzt wieder ein bisschen gefarmt. Ich habe den Bahnhof nämlich noch kein bisschen vorbereitet. Ich brenne gerade nur ein bisschen Stein. Der Rest wird jetzt alles hier live gemacht, damit wir nicht immer so viel so offline machen und so.
Ist ja auch voll kacke, ey. Muss ich mir gleich noch irgendwann eine Schaufel machen. Was gibt's sonst Neues? Ich weiß Hendrik. Jetzt, was... Ja, erzähl. Ich weiß jetzt, was ich hier hinbaue. Also neben meinem Hafen baue ich jetzt eine Hafenstadt. Digga. Auch wenn die nicht sonderlich groß wird, aber... Und da überlege ich mir noch was. Was de facto heißt, ich muss jetzt irgendwie erstmal so ein bisschen alles hier umbauen. Hätte jemand Interesse an so einer hässlichen Schwebebahn quasi, dass die oben durch die Luft geht? Mir wäre Untergrund lieber. Okay. Weil, also erstmal ist es sicherer. Hm. Und zweitens, ich meine, wenn wir jetzt hier eine Schwebebahn durchbauen, irgendwie, dann wird das Ganze sehr, naja. Sieht also nicht so gut aus, ne? Man kann quasi immer noch oben drüber was ganz anderes bauen. Mhm. Ja, machen wir das so. Wollte ich nur jetzt wissen, bevor ich anfange, damit ich weiß, wie ich anfange. So, das ist jetzt das ganz langweilige Farmen. Ihr seid heute gar nicht so gesprächig. Leo, was machst du denn gerade? Ich bin bei mir und baue. Alright, was gibt's Schönes? Gans mit Rotkohl und Kartoffeln. Direkt wieder als Frage. Ey, weißt du übrigens, Leo, du weißt, was ich in Bio kriege, ne? Ja. Und weißt du, was sie dazu zu mir gesagt hat? So voll motivierend. Sie so, ja, ich gebe dir jetzt die Punktzahl mit der Gefahr, dass wir uns in der mündlichen Nachprüfung wieder treffen. Ich dachte mir so, Dankeschön. Echt? Ja. Hä, was hast du denn in Bio? Ja, zweistellig. Aber das habe ich eigentlich wieso solltest ziemlich du dann, sicher. Aber wieso solltest du denn in eine mündliche Nachprüfung? Ist das nicht direkt bei drei Punkten Unterschied? Also wenn ich jetzt... Aber in der Regel nur, wenn es drei Punkte schlechter ist. Ja, das ist es ja, wenn ich drei schlechter sein sollte. Ich meine nur, sie halt so direkt, sie geht so davon aus, dass sie es gar nicht stärker schafft oder so. Aber es hängt doch nicht von den Endnoten ab, sondern von den Klausuren.